hier wieder beim Quali von der RPC. Hallo. Kuckuck. Das ist der Nordpolstand. Hallo. Lauter bekannte Leute. Naja, mehr oder weniger. Alle voll die Berühmtheiten. Total. Ja. Gegnerkamera. Wir müssen uns einfach gegenseitig filmen. Ja, mach ich doch gerade. Das ist ja unfair, ich bin ja nicht in Betrieb. Ja, das ist dann dein Problem. Ich kann die Mami grüßen, Alucard. Wen willst du grüßen? Die Mami und Alucard, weil der hat leider nicht hier hingeschafft hat. Ja, shame on him. So. Hallo, Eloridas. Hallo, Koali. Wie geht's dir so? Mir geht's schlecht, weil ich muss eine Kamera hochhalten. Achso, warte, ich könnte die aufstellen. Ja. Man ist hier aber nicht dick, die Füße. Ich mach aber auch gleich wieder aus, weil ich muss ja am Stand sitzen und aufpassen. Ja, ich kenn das. Nicht. So, dein Gesicht ist nicht drauf. Der weiß aber nicht, was er kriegt. So, okay. Da, Horak ist auch da, hallo. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ein holländischer Spieler an. Hallo. Alle Leute. Ich hab schon gegrüßt. Du hast schon gegrüßt? Ja. Das ist die richtige Begrüßung. Ja, ich weiß. So, hier ist unser toller Stand. Wenn ihr mich hier die Holzmaserung, ja, die ist handgemalt von dieser Person, die ziemlich krass drauf ist hier. Es ist halt nicht so viel dieses. So, das da fehlt. Und jetzt mach ich erstmal wieder aus. Bis gleich. Der Koali wieder hier. Hier ist der A. Das soll hier keiner ernst nehmen, wir machen hier alle nur Quatsch. So, was spielen die hier? Was spielt ihr hier? Das ist Fiasko. Wie geht das? Macht das Spaß? Eine total chaotische Geschichte wird erzählt über Rockstars, Drogen und Wahnsinn. Story of my life. Ja, genau. Genau so. Okay, Hauptsache ihr habt den Mo dabei. Das ist richtig. Ja. Das ist ein Gegenstand hier. Ja. Ein Schädelbomb. Ein abgefucktes Objekt. Oh, weia. Und du bewachst jetzt unsere Pinnwand? Nee, ich versuche hier irgendwie dekorativ rumzustehen. Das ist ja meine Aufgabe. So. Ich tue ja sonst nichts. Ja, stimmt. Das hat zwar angekündigt. Ja, hatte ich. Und da du ja nicht der Engel bist, stehe ich hier und versuche mich zu steinern. Du musst auch eine Grimasse zu machen. Eine Grimasse? Ja. Jetzt muss ich mir eine Grimasse ausdenken. Was soll die Scheiße? Eine möglichst einladende Grimasse. Sehr schön, sehr schön. Wahrscheinlich total dann. Okay, der Asriel. So, und hier wird Blut gespritzt. Ja, aber bisher ist es noch recht harmlos. Wie bisher ist das schon fast alles durch hier. Bisher ist noch wirklich gar kein Blut geflossen. Noch nicht, aber ich gehe davon aus. Was ist das für eine Vampire-Runde, wo kein Blut fließt? Die Spieler sind typisch dabei, Nordpol. Scheiß Nordpol, ey. Was? Vampire ohne Blut, ey. Was? So, was gibt's hier? Wasser und? Zombies. Wasser und Zombies. Zombies. Und Clowns. Die werden alle sind wenigstens schon Gehirne gefressen worden. Noch keine Gehirne gefressen. Ey, Vampire ohne Blut, Zombies ohne Gehirne. Ey, was ist das wieder hier? Der scheiß Nerdpol wieder. So ein Kack. Nerdpol ist Kacke. So, hier, was läuft hier? Hier läuft die Vorbereitung zu DSA. Ja, mein Drucker hat nicht funktioniert, deswegen muss ich jetzt übertragen, aber ich habe immerhin genug Charakterbögen dabei. Ja, wie früher, per Hand. Ja. Ja. So muss das. Wir sind ja nicht in der digitalen Zeitalter, sondern wir sind noch... Genau. Das Internet für uns alle Neuland. Das Internet ist für uns alle Neuland. Ja. Aber hier, was muss bei DSA noch passieren, damit es DSA ist? Ich brauche ganz viele W20er, ich brauche komplette Regelwerke. Ja, du musst railroaden. Natürlich, das ist total railroad. Das kann ich schon genau sagen. Weil wir haben jetzt eben schon Nordpol Zombie, Apokalypse ohne Gehirne. Pass auf. Wir starten hier und enden da und es gibt nur den Weg. Totaler Railroading. Ja, wo ist die Eisenbahn? Ja. Okay, alles klar. Gut. So. Jetzt waren wir mal ein bisschen rumgelaufen, das ist gerade wieder frisch hier und die zweiten Teil der Runden hat angefangen. Hier umdrehen, sagt er nochmal, wer war jetzt kurz hier? Wer war das? Beans TV waren da, Alvin und Annabelle. Ah,
Ja, der Koali kennt ihn nicht, der ist da zu alt für. Ich bin so gerade noch an der Grenze. Ja. Ja? Genau, bist ja ein Jahr jünger als ich. Genau. Ja. Und du hast ein Interview gegeben? Ja, mit Löffel zusammen. Mit Löffel? Ja. Und vor allem, das war sehr lustig, weil es war so total zufällig. Weil eigentlich wollte ich nur Alvin grüßen und so zuwinken und sagt so, ey Alvin, und hab gewunken. Und dann hat Annabelle sich umgeredet und irgendwie auf uns gezeigt und so nach dem Motto, ey, die kennen dich. Dabei kenne ich die gar nicht, also außer halt von YouTube. Und ja, da kamen die an und dann haben wir gesagt, ach, was macht ihr denn hier eigentlich? Und dann haben wir das gesagt und dann so, ach, sollen wir euch mal interviewen? Und wir sind so fame. Ja. Da haben sie direkt so einen Aufkleber hier drauf geklebt. Nee, haben wir nur hingelegt. Der ist direkt im Stand verschandelt hier. Alles okay. Okay. Ja, gut. Dann gehen wir noch mal gucken, was hier noch an Runden gibt. So, was wird denn hier gespielt? Oh, guten Tag, ich bin der Buddy, wer bist du? Ich bin der Koali. Sag's doch mal für die Kamera. Ich bin der Koali. Perfekt, wir spielen super. Hier einen Rollenspiel namens The Strange. Jo. Und läuft? Gut läuft. Macht Spaß? Macht bis jetzt Laune, wir haben gerade angefangen. Super, viel Spaß. Danke. Ja, schönen Tag. So, was spielt ihr denn hier? Savage Worlds. Wasteland Setting. Und macht Spaß? Oh, ja. Wer ist schon jemand gestorben? Bisher nur Gegner. Nur Gegner. Aber es ist wenigstens jemand gestorben. Ja. Ne? Ja. Eben wurde nämlich hier Vampire gespielt, da ist niemand gestorben. Ist ja langweilig. Oh. Da ist noch nicht mal Blut geflossen. Was? Was? Wir haben ein paar Leute den Kopf weggesetzt. Sehr gut, sehr gut. Weiter so, weitermachen. So, und hier ist DSA. Railroading pur. Genau. Ja? DSA. Okay. Macht Spaß? Ja. Jetzt alle für die Kamera lügen? Ja, halt das dreimal durch. Okay, viel Spaß noch. Hier, die spielen mit Computer. Wie gesagt, der Max Monster muss noch mal winken. Der Einzige übrigens am Nordbaustand, der Bier trinkt. Ich möchte andeuten, das ist kein Bier. Das sondern? Ist Quatsch. Quatsch, okay. Gut. Schau mal, deine Kamera platzt. Ja, bis später mal. Bis ich wieder die Kamera ganz gemacht habe. Sag tschüss. Tschüss. So, ich bin wieder da und es ist später und ich bin immer noch am Nordpolstand, weil ich hier nicht weg darf. Ne, Taero? Koalas sind halt an ihre Bäume gebunden halt. Ja, irgendwo, sie haben mich festgekettet. Und ich weiß genau, warum sie auf Bäume sind, weil sie wissen, dass ich komme und die Kängurus esse. Das kann sein. Sie wollen nicht dazwischen geraten. Der Vince ist gerade fertig mit seiner Runde und redet darüber mit dem Umriss. Das Ganze steht und fällt mit dem Übertragungskampf. Und jetzt gehe ich mal los und guck mir an, wer jetzt gerade leitet. Die tun so, hätten die Ahnung. Ich wünsche viel Glück. Weil Löffel nicht am Tisch wackelt. Dann wackel ich am Tisch, ja. So. Fangen wir mal hier hinten an, direkt beim Löffel. Ich habe gesagt, ich darf am Tisch wackeln. Noch ist okay. Wage es. Bitte? Guck mal, hier, komm, richtet mal die Kamera auf, die Leute werden sich schon klein laut. Nein. Nein. Nicht rot werden. Nein. Ich werd nicht deswegen. Aber es ist manchmal gar nicht schon wieder da. Noch haben wir ja nicht angefangen. Ach, schade. Naja, kommen wir später nochmal wieder und rütteln dann am Tisch. So, einmal eine Runde Los Muertos hier. Ja, live. Live. Live und in Farbe. Mein Name ist Shinnok, ich bin der Totenfreund. Koali, das ist nicht und witzig, das war meine Idee. Ich glaube, ich bin hier im falschen Film. Kamerabattle. So, und noch eine Runde. Der da so albern in die Kamera winkt. Alle mal albern in die Kamera winken. Ich probiere jetzt das vom Meister. Das ist geklaut. Ja, was war denn? Adaptiert. Tantiemen. Imitation. Tantiemen. Art der Bewunderung. Tantiemen.
Siehst du, so werde ich bestochen hier. Ja, allgemein läuft es sehr schön, sehr gut. Leider ist unsere vierte Runde am vierten Tisch ausgefallen. Die arme Loki ist krank. Aber dafür zeige ich euch jetzt nochmal unsere Wall of Heroes. Und jemanden, der Comics liest. Hallo. So. Und Gäste in Schwarz. Alle in Schwarz. Trauerkleidung. Das sind als Tischgruppen-Jimmys sind das. Scheiß Tischgruppen. Genau, die müssen mehr über das Internet spielen. Tischgruppen-Jimmys? Ja. Und das hier, das ist der Divis, das ist ein Eskalationsbeschleuniger. Wenn einer Ärger macht, gibt's ins Gesicht. Da ist ein Elo und Elo 5. Konterfilm. Haben wir eben schon. Ich habe mir Luftvorteil gesichert. Ja, auf jeden Fall. Hast du denn auch andere Sachen gefilmt, Elo? Nee, bisher nur dich. Ja, das ist natürlich auch... Oh. Ich habe schon fast eine Stunde Bildmaterial. Von mir? Fast. Wie schön. Best of Quali. Best of Quali, ja. Ich mache da vielleicht wirklich so ein extra Video. Wie ich einmal rechts rum sitze und links rum sitze. Und du hast Best of Elo. Mal, da haben wir uns sehr... Oh, da muss ich jetzt mal ranzoomen hier. Warte mal. Oh! Fett. Fett gut. Jo. So, dann mache ich jetzt mal wieder aus und gucken, ob ich heute noch mal was Komisches filme. Vielleicht ja. Leute, beim Essen ist immer gut zu filmen. Schmeckt's? Geht's gut in die Gäste? Ja, schmeckt sehr gut. Kann ich dir empfehlen. Das ist korrekt. Das war eine Falle. Ja, aber ich habe wirklich schon eine Stunde Material hier von der RPC. Du hast wirklich schon eine Stunde APC-Material, aber nur vom Norddeutschland oder was? Nee, auch von anderen Dingen. Das ist gut. Das ich habe meinen Bestritter getroffen. Ich darf ja nicht von hier weg, weißt du? Das ist schade. Du kannst dir mein Video angucken. Ja. Ich habe kurz mit meinem Bestritter getroffen und habe ein Autogramm bekommen. Nein. So, huhu, hier wieder beim Quali vom Nordpolstand. Ja, zweiter Tag ist schon weit fortgeschritten, aber ich gehe noch einmal eine Runde. Sind drei Leute, die auf den Stand aufpassen. Nee, vier. Du musst den Frosch nicht vergessen. Ja, der Frosch, ja. Der Frosch. Kannst du Fridolin vergessen? Das ist nicht der Streuselkuchen. Koalas haben doch immer ein Gedächtnis wie sie. Aber ich finde das gut, dass ihr hier auf den Stand aufpasst. Das ermöglicht mir mal ein bisschen rumzulaufen. Was? Nix. Nochmal, für die Zuschauer. Ja, wir sind nämlich gar keine Standhelfer. Wir müssen eigentlich gar nicht. Es ist freiwillig, was wir hier machen. Ja, total freiwillig. Voll freiwillig. Werden auch gar nicht bestochen oder festgekettet oder mit Waffengewalt gezwungen. Über das Vampire-Regelwerk Original reden wir dann später, ne? Ja, genau. Im Hangout. Mal diese Nordpoler. So. Ich wollte mal den Beweis antreten, der Mensch hat auch eine Hose. Was? Verdammt, nein. Hier, Löffel spielt in die 5 oder ist gerade fertig oder was? Ne, wir machen Pause. 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 Wie läuft's denn? Läuft ziemlich gut. Drache hat angegriffen, die Stadt brennt. Drache! Kann nur gut enden. Oder ein Tränen. Hier läuft eine ganz besondere Runde Los Muertos. Habe ich mir sagen lassen. Mal wieder. Nichts Besonderes. Oder? Doch was Besonderes. Naja, mal wieder mit Anfängern, soweit ich das mitbekommen habe. Sag das nicht so enttäuscht. Das ist nicht enttäuscht, das ist nur so mal wieder. Das war das letzte Mal hier auch schon. Ja, dafür sind wir doch da. Ja. Enttäuscht. Verschwinde. So, hier gibt es John Sinclair und zwar mit Einsatz von moderner Technik. Warum hast du einen Computer mit? Just in case, dass ich irgendwelche Charaktere brauche. Das heißt auch Pen and Paper, nicht Pen und Computer. Ja, das ist richtig. Ja. Aber einen Charakter hatte ich schon und da habe ich mir nicht extra die Mühe gemacht, um mir einen neuen zu bauen. Die Jugend von heute, ne? Ja, richtig. Schlimm das. Und du machst das auch noch mit? Ja, egal wie, Hauptsache. Gut.
So, hier sind die Streber auf der Schulbank. Die gucken gerade so ein bisschen, als ob sie das noch nie gemacht hätten. Aber ich auch nicht. Das sah gerade so ein bisschen wirklich aus, als würde er auf eine Klassenarbeit schreiben. Ja, wir haben nur noch 2 Minuten, Kinder, bereit euch mal bitte. Aber hier wird Monster of the Week gespielt gleich. Ja, genau. So. Nach der Klassenarbeit. Nach der Klassenarbeit, jo. So. Und ich habe mal versprochen, ich gehe mal hier rüber. Hier wird nämlich auch was ganz Besonderes gespielt. Was spielt ihr hier? Savage Wars. Und was für ein Setting? Das ist ein aktuell eigenes Setting, was im Aufbau ist, mit dem Namen Schlafende Ritter. Ja. Fantasy-Superhelden-Setting. Boah, Superhelden und Fantasy in einem. Das ist ja cool. Und ihr habt schon eure Charaktere? Ja. Was spielt ihr denn so? Darf ich kurz fragen? Ja. Oder stört das? Ein bisschen schon, ja. Aber ein Goblin. Entschuldigung. Nur mal ein kurzes Beispiel. Was spielst du? Ein Goblin, der sich in Drachen verwandeln kann. Und Feuersprung. Okay. Und Schuppen. Das klingt geil. Und du hast das erfunden? Und wann kommt das raus? Weil ich will auch Goblin spielen, der sich in Drachen verwandeln kann. Wenn es fertig ist. Das ist eine super Antwort. Aber ich habe jetzt wieder genug Motivation, mal wieder richtig reinzuhängen. Und vielleicht kriege ich dieses Jahr noch einen Schnellstarter zumindest. Jo, alles klar. Also haltet die Augen offen. Goblins, die sich in Drachen verwandeln können. For the win. Viel Spaß euch, ja? Meine Fresse. Goblins in Drachen. Da können wir nicht mithalten hier auf dem Nordpol. So, hier, ich habe einen Zwerg gefunden. Nicht ein Koala, macht's das besser? Nein, aber schlimmer. Da wollen wir müssen so eins zurückgehen. Gucken, wie lange das aushält. Ich zoome mal lieber auf die Frauen dahin. Oder auf Asriel. Asriel oder Frauen, egal. Nein. Ja, das war's wieder von der Runde Nordpolstand. Ich mache jetzt wieder aus, bis die Tage. Achso, nee, eine Sache wollte ich noch sagen. Die Nordpoler sind ja totaler unaufgeräumt und können keine Ordnung halten. Ne? Ich zeige euch jetzt was ganz Schlimmes. Guck mal. Meine Güte, wie das hier aussieht, ey. Das war gestern schon mal noch viel schlimmer hier. Alles durcheinander mit Taschen. Furchtbar. Keine Ordnung, die Leute. Was sagen Sie dazu, Herr Frosch? Quark. Das ist doch mal ein gutes Schlussstatement. Bis dahin, Heffa, neuer Quark.